Man mag es kaum glauben, aber es ist tatsächlich geschafft. Union und SPD haben sich nach letzten Marathonverhandlungen auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Es ist tatsächlich geschehen, gleich mehr auch dazu. Und damit herzlich willkommen zu MDR um 2 an diesem Mittwoch. Und wir haben auch noch diese Themen. Wir gehen auf die Straße. Ein schwerer Unfall auf der A72 bei Zwickau hielt am Abend Feuerwehr und Rettungskräfte in Atem. Ein Auto war von der Autobahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Die beiden Insassen waren schwer verletzt eingeklemmt und die Chancen, sie noch lebend zu bergen, standen alles andere als gut. In Chemnitz hat in der Nacht eine riesige Lagerhalle gebrannt und obwohl sie leer stand, hatte die Feuerwehr gleich mit mehreren Problemen zu kämpfen. Gesine Schöps aus Chemnitz für die Informationen. Vielen Dank, Gesine. Es ist der Horror aller Hundebesitzer. Beim Spaziergang mit dem Vierbeiner attackiert ein anderer Hund den eigenen und verletzt ihn schwer. Genauso ist es Rentnerin Christa Weber mit ihrem Liebling ergangen. Eine Dogge hatte sich auf ihren kleinen Chihuahua gestürzt. Er musste notoperiert werden und auf den Tierarztkosten sitzt die Rentnerin bis heute. Das stimmt allerdings. Ein Fahrrad ist im Prinzip eine sehr dankbare Diebesbeute. Ist das Schloss erstmal geknackt, muss der Dieb nur noch aufsteigen und ist in Windeseile vom Tatort samt der Beute davongeradelt. Anders ist die Sache, wenn gleich mehrere Fahrräder verschwinden. Da stellt der Abtransport der Beute einen schon vor gewisse Herausforderungen, kann man sagen. Und so rätseln die Beamten in Rudolstadt auch, wie es einem Fahrraddieb gelang, sich mit Rädern im Wert von etwa 20.000 Euro einfach so davonzumachen. Und wir bleiben noch beim Thema Stehlen. Hochwertige Autoteile lassen sich im Internet oder auf ausländischen Märkten leicht zu Geld machen. Die Käufer sind auf Schnäppchen aus und fragen dabei nicht groß nach der Herkunft der Ware. Das nutzen dann gut organisierte Diebesbanden aus, die quasi auf Bestellung immer wieder auf Beutezug gehen. Diesmal traf es einen Chemnitzer Autohandel. Es kommt immer wieder vor, dass Menschen in ihren Wohnungen an einer Kohlenmonoxidvergiftung sterben, wie erst Anfang der Woche in Esslingen, als eine ganze Familie auf diese Weise ums Leben kam. Doch wie kann das eigentlich passieren, dass man diese Vergiftung nicht bemerkt? Und kann man sich davor irgendwie schützen? Fragen wir doch mal nach bei unserer Berlin-Korrespondentin Christine Schwietzer. Christine, grüß dich. Ja. Ist denn jetzt wirklich alles in Sack und Tüten oder drohen irgendwo noch Nachverhandlungen? Wie sieht's aus? Zum Postenkarussell sozusagen, Christine. Es gab ja heute auch schon Meldungen darüber, wer welche Ministerposten bekommen könnte. Was ist daran dran, dass Martin Schulz Außenminister wird und dafür den Parteivorsitz an Andrea Nahles abgibt? So spannend bei der GroKo. Das Aktuellste aus dem politischen Berlin war das von meiner Kollegin Christine Schwietzer. Vielen Dank für die Informationen, Christine. Kommen wir zurück nach Mitteldeutschland mit den regionalen Kurzmeldungen jetzt für Sie. Es ist ein Meilenstein in der Raumfahrtgeschichte. Die schwerste und stärkste Rakete unserer Zeit hob gestern Abend vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ab. An Bord eine ganz spezielle Ladung. Schauen Sie mal. Ja, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht, könnte man sagen, wenn man sich die Pflegereform mal genauer anschaut. Das haben die Kollegen von Exakt die Story getan. Heute Abend um 20.45 Uhr läuft Pflegechaos trotz Reform hier bei uns im MDR natürlich. Um multiresistente Keime geht es jetzt bei uns, liebe Zuschauer. Als wirklich alarmierend bezeichnet das Robert-Koch-Institut die Anzahl von diesen Keimen in Badeseen, Bächen und Flüssen. Nachdem nun das Ergebnis von Wasserproben aus 12 verschiedenen Gewässern in Niedersachsen vorliegt. Das bedeutet wiederum, dass bei diesen Keimen einige Antibiotika nicht mehr wirken, was eine Heilung betroffener Patienten extrem schwer macht. Und gegen normale Keime sozusagen und Bakterien helfen ja Antibiotika. Die bekommt man in der Apotheke gleich um die Ecke. Doch was, wenn diese schließt? In einer Großstadt ist das überhaupt kein Problem. Hier geht man einfach in die nächste Filiale. Doch wie kann man den Patienten auf dem Land helfen, wenn dort die einzige Apotheke dicht macht? Eine Möglichkeit sind Rezeptsammelstellen. Es ist wohl der Riesentraum von so manchem auf einem Schiff, immer dem Sonnenuntergang entgegen. Es ist immer Sommer, alles in bester Harmonie. Das klingt doch nach, na, genau, dem Traumschiff. Und genau diesem Traum konnte sich unsere Kollegin Nadine Gassner erfüllen. 5 Tage Traumschiff, klingt alles traumhaft eigentlich. Klingt, wie gesagt, so. Aber das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Das finde ich auch, das hast du auch ganz gut gesagt. Also optisch ist das, Ja, mein Kameramann kommt noch mit, damit wir auch ein paar schöne Bilder haben dann für
MDR um 4, der rutscht auch aus. Komm rein, Tino. Es geht schon gut los. So. Also er macht das super. Geht dann gut los. Gut Rutsch, oder was sagt man? Und passt bitte auf euch auf. Alle miteinander. Ja, gut Rutsch und ja, mach's gut, Camilla. Bis dann. Viele Grüße, bis es war später schön mit euch. beim MDR um 4 hoffentlich sehen wir da den Christian Müller noch. Und ja. Und damit geht's dann hier weiter bei uns, nämlich mit den drei wichtigsten Themen der Sendung zusammengefasst. Und eine schnelle Schalte zu dir, liebe Anja ins MDR um 4 Studio. Bei dir ist heute wer zu Gast? Wir haben heute einen Mann bei uns zu Gast, der seit über 30 Jahren auf der Straße lebt. Und das Beeindruckende aber auch bei diesem Buch oder überhaupt bei diesem Mann ist, dass er nicht klagt. Also er sagt nicht, da sind die anderen dran schuld. Er erzählt einfach, was ihm passiert ist. Und das ist so eine unglaubliche Lebensgeschichte, dass man wirklich sprachlos davor sitzt. Aber er macht das nicht, weil er sich nur mitteilen will, sondern er will anderen helfen, denen es ähnlich geht. Dankeschön, Anja. Das klingt nach einer sehr guten Sendung. Vielen, vielen Dank. Vom Pferde- oder auch vom Hundeflüsterer hat man ja bereits gehört. Aber mal ehrlich, kennen Sie schon?